In der Sommerferie habe ich mit meiner Freundin eine Reise nach Japan organisiert. Wir sind dort 5 Tage gewesen. Wir waren in Tokio, Osaka und Kyoto. Zuerst sind wir ins Hotel gegangen. Wir haben Sushi mit Reis gegessen. Das war lecker. Am Montag sind wir nach Tokio gegangen. Wir haben Tokyo Tower, Sensoji Temple und Shinjuku Gyoen besucht. Das war schön. Am Dienstag sind wir mit dem Bus nach Osaka gefahren. Wir haben Okonomiyaki, ein typisches Gericht von Osaka. Das war wirklich fantastisch. Am Mittwochnachmittag haben wir Osaka Schloss, das größte Aquarium von Osaka und Universal Studios besucht. Wir haben dort viele Fotos gemacht und wir hatten viel Spaß. Am Donnerstag sind wir Kyoto gegangen. Wir waren die ganze Zeit in Kyoto. Und wir haben viele Souvenirs für unsere Familien gekauft. Am Abend haben wir mit Bambuwald einen Spaziergang gemacht. Wir haben Mitarashi-Dango, Taiyaki und Ramen in einem fantastischen Restaurant im Hotel von Kyoto gegessen. Das war super. In der Nacht sind wir auf ein Konzert von meiner Lieblingsband gegangen. Ich war wirklich glücklich. Dann sind wir ins Hotel gegangen. Am Freitagmorgen habe ich eine Party in unserem Zimmer mit meinen Freunden gemacht. Ich war glücklich und traurig. Am Freitagabend sind wir nach Teneriffa zurückgeflogen. Wir wollten länger bleiben. Alles in allem war die Reise wunderschön.